Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Es ist soweit, wir haben vor ein paar Tagen die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Dafür erstmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich und diesen Kanal unterstützt. Ich hätte auch niemals gedacht, dass das so gut vorangeht, weil das erste Video ist am 1. oder 3. Oktober erschienen. Jetzt haben wir so knapp 7, 8 Monate später die 1000 Abonnenten erreicht. Also damit bin ich wirklich vollkommen zufrieden, hätte ich niemals gedacht. Ich habe in den letzten beiden Vlogs angekündigt, dass es eine Special-Folge geben wird. Und ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, wie genau ich das mache. Ich habe mich jetzt dazu umentschieden. Ich werde nicht eine Folge machen, sondern ich werde das auf mehrere Folgen aufteilen. Geplant sind insgesamt 4 Videos. Das erste ist jetzt am Montag erschienen. Das nächste kommt am Mittwoch, dann am Freitag und das letzte am Sonntag. Und in der Woche danach geht es dann ganz normal mit den Trainingsvlogs weiter. Ich werde auch zunächst erstmal in den Titel noch nichts Konkretes reinschreiben, sodass ich da nichts vorwegnehme. Da könnt ihr euch immer überraschen lassen, was dann an dem jeweiligen Tag kommt. Und ja, mehr gibt's, glaube ich, nicht zu sagen. Also, dann würde ich sagen, legen wir mit der ersten Folge los. Ich dachte mir, starten wir mal mit so einem richtig schönen Full Day of Eating. Habe ich ja schon so zweimal gemacht, das war aber immer an Trainingstagen. Und jetzt im Moment habe ich ja so eine kleine Pause. Ich habe jetzt schon insgesamt lange nicht trainiert, so 4-5 Tage. Und dann zeige ich euch heute mal meine Ernährung, wie sie so normalerweise aussieht, wenn ich jetzt aktuell nicht im Training bin oder eine Trainingspause habe. Es wird auch später noch ein unfassbar leckeres Gericht geben. Das habe ich entdeckt, als das mit Corona losging. Und ich dann auch ein bisschen aktiver wurde, was so das Kochen anging. Da habe ich aber nicht alles hier und auch für Frühstück fehlen mir so ein paar Sachen. Deswegen fahre ich jetzt erstmal einkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt eben gerade wiedergekommen. Ich habe, bevor ich einkaufen gefahren bin, die Spülmaschine angemacht. Ich hoffe, man hört mich immer noch gut. Ich habe jetzt den gesamten Einkauf schon mal verstaut, weil ich hatte auch einiges dabei, was in die Tiefkühltruhe muss. Und deswegen wollte ich das jetzt schon mal schnell alles wegpacken, bevor es antaut. Ich wurde auch schon häufiger mal in den Kommentaren gefragt, was ich immer so einkaufe. Deswegen mache ich so. Ich bereite jetzt erst mein Frühstück vor und danach zeige ich euch dann so meinen Wocheneinkauf. Das mache ich aber wie gesagt gleich, weil ich jetzt ziemlich Hunger habe. Deswegen gibt es jetzt erstmal Frühstück. So, das Frühstück ist jetzt angerichtet. Es gibt Porridge, da sind Bananen drin und wieder ein bisschen Schokolade. Es ist hier wieder die Zartbitter mit Mandel. Ein bisschen klein gemacht und so 2 Streifen rein. Ich mache die Schokolade übrigens erst dann rein, wenn das Wasser schon so ein bisschen aufgenommen ist. Und muss natürlich noch warm sein, klar, damit es halt schmilzt. Und Rührei ganz Standard, einfach mit Salz und Pfeffer ein bisschen gewürzt. Ich hoffe, das reicht jetzt auch, weil ich habe wirklich ziemlich Hunger. Wenn nicht, gibt es danach noch irgendwie was Kleines oder so. Guck ich mal. Also dann, ich esse es jetzt eben schnell auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich habe jetzt hier mal alle Proteinquellen aufgetischt, die ich mir sonst normalerweise auch kaufe. Auch von verschiedenen Preisklassen, jetzt zum Beispiel bei den Eiern. Ich dachte mir, ich werde das Ganze mal auf 100 Gramm Eiweiß hochrechnen und das Ganze dann staffeln. Also was dann im Prinzip am günstigsten ist. Dazu kommen wir gleich. Erstmal zeige ich euch, was ich immer so prinzipiell kaufe. Und zwar zum einen haben wir hier Käse. Die Sache ist die, ich kaufe das immer in so 150 Gramm Paketen, weil ich halt nicht so viel Käse esse, halt meistens auf der Pizza tatsächlich. Und die gibt es ja jetzt nicht so häufig. Und bevor ich dann ständig den restlichen Käse wegschmeiße, kaufe ich da ja ein bisschen weniger. Ist jetzt zwar etwas teurer, wenn man es hochrechnet, also auf 100 Gramm, aber es nimmt sich nicht so wahnsinnig viel. Beim Quark muss ich immer den laktosefreien kaufen. Da zahle ich für 250 Gramm 1 Euro. Aber ich glaube, der normale ist auch gar nicht so viel günstiger. Ich glaube, da kosten 500 Gramm irgendwie 1,80 Euro oder so. Also da könnte man auch ein bisschen sparen, wenn man den normalen kauft. Aber das ist halt für mich keine Option. Ansonsten noch dabei, was ich schon lange nicht mehr hatte, ist hier Harzer Käse. Den habe ich aus dem Lidl. Der kostet 1,79 Euro. Sind 200 Gramm drin. Und das ist so halt preislich der günstigste. Das gleiche gilt auch für den Thunfisch. Der ist im Lidl ständig im Angebot. So, ich glaube, einmal im Monat oder so alle 5 Wochen ungefähr. Sonst war das bei 1 Euro dann für eine Dose. Jetzt ist es leider 1,10 Euro, also das ist auch ein bisschen teurer da. Normalerweise kostet eine Dose 1,50 Euro und ja, da kann man dementsprechend auch nochmal ganz gut was sparen. Deswegen kaufe ich halt, wenn die im Angebot sind, immer so ein paar mehr, dass das dann für so ungefähr einen Monat reicht. Ansonsten habe ich noch so ein paar vegane Quellen. Einmal Erdnussbutter und einmal Linsen. Das sind jetzt Berglinsen. Die esse ich ganz gerne zusammen mit, ich glaube, das waren rote Linsen. Moment. Genau, hier, rote Linsen. Die habe ich heute nicht gekauft, die sind noch vom letzten Mal. Ist auch schon ein bisschen länger her, als ich Linsen gegessen habe. Aber die stehen auch mal hin und wieder auf dem Plan. Bei den Eiern habe ich auch mal 2 mitgenommen. Ich habe jetzt hier so regionale Eier, die halt hier so ja, aus der Region kommen. Und das Billigste, was ich finden konnte,
Das waren hier aus dem Lidl sind das 18 Stück. Auch Glück gehabt, dass die L sind. Und das ganze Päckchen hat halt 3,30 Euro gekostet und das hier hat halt 3,50 Euro gekostet. Und zwei Sachen hätte ich fast vergessen. Das ist einmal Schlemmerfilet und ja, einmal Fleisch. Bei dem Fleisch mache ich es halt so, dass ich beim Schlachter immer gucke, was im Angebot ist. Und dann kaufe ich mir davon immer einiges, sodass es halt etwa eine Woche reicht. Aber ich friere das halt direkt am ersten Tag ein. Also ich habe jetzt hier mal eine Liste gemacht, wo ich jetzt alle Lebensmittel, die ich hier gerade gezeigt habe, aufgeschrieben habe. Und da habe ich dann umgerechnet, was 100 Gramm Eiweiß kosten. Also nicht 100 Gramm vom Lebensmittel, sondern wirklich 100 Gramm Eiweiß. Ich würde sagen, wir fangen beim schlecht platziertesten an. Das war mir aber auch schon von vornherein klar. Das ist der Schlemmerfilet. Da kosten 100 Gramm Eiweiß ungefähr 5,83 Euro. Das war mir aber im Vorfeld klar. Ich kaufe den auch nicht, weil der so unfassbar viel Eiweiß hat, sondern weil er zum einen schmeckt. Und natürlich auch Proteine hat und einfach mal so ein bisschen Abwechslung mit sich bringt. Der Vorteil ist, es geht halt, gut, das braucht lange, aber man muss halt nichts machen. Ich packe mir das Teil halt in den Ofen für so 40 Minuten, dann ist das fertig. Mache mir dazu noch irgendwie Reis und habe ich halt eine ja, schöne Mahlzeit. Ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie täglich gönne, aber so ab und zu gibt es das halt mal. Mit relativ großem Abstand. Danach kommen die Eier aus Freilandhaltung. Ich hätte auch Bio-Eier kaufen können, die wären noch teurer gewesen, aber die kaufe ich eigentlich prinzipiell nicht. Meistens hole ich mir da die Freilandhaltung-Eier aus der Region. Also da kosten 100 Gramm Eiweiß umgerechnet 4,15 Euro. Dicht gefolgt vom Geflügel. Die Sache ist die, ich habe beim Fleisch jetzt gerechnet, dass 1 Kilo 10 Euro kosten, also 100 Gramm 1 Euro. Da konnte man es eigentlich recht gut ermitteln, weil 100 Gramm Geflügel haben so etwa 25 Gramm Eiweiß. Dann einfach 1 mal 4 sind dann 4 Euro. Es gibt aber auch Angebote, bei denen dann das Geflügel teilweise noch günstiger ist, wo es dann so bei 7,99 Euro ist. Das ist so meiner Meinung nach das günstigste, was man finden kann. Alternativ dazu würde auch Hackfleisch gehen. Das ist nochmal günstiger. Da zahlt man im Angebot, ich meine, hier zahlen wir 6,66 Euro oder war 6,99 Euro oder 5,99 Euro. Irgendwo so in dem Bereich. Also das drückt den Preis halt nochmal gut nach unten. Aber ich will ja nicht jetzt für jede Fleischsorte dann einen eigenen Preis ermitteln, so, dann werde ich ja nie fertig. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei 1 Euro pro 10, nee Quatsch, bei 1 Euro pro 100 Gramm. Und dann liegen wir halt so bei 4 Euro dann für 100 Gramm Eiweiß. Danach kommt der laktosefreie Quark und der laktosefreie Käse, beziehungsweise der normale Gouda ist üblicherweise laktosefrei. Muss man hinten auf der Verpackung mal drauf gucken, da steht dann drauf, Laktosegehalt unter 0,1 Gramm pro 100 Gramm und dann kann man das, also kann ich jetzt auf jeden Fall vertragen. Diese Preis liegt sehr gleich, der Quark liegt bei 3,30 Euro und der Käse bei 3,25 Euro. Aber da, wie gesagt, ich habe ja einen gekauft, wo der Kilopreis ein bisschen höher ist. Wenn man dann ein größeres Päckchen kauft, wird man auch noch mal ein bisschen sparen. Dann geht es weiter mit dem Thunfisch und dem Harzer Käse, die liegen so bei etwa 3 Euro. Aber zu beachten ist, das ist jetzt der Thunfisch, der im Angebot war. Also wenn der Thunfisch teurer ist, dann wird der Preis hier auch ein bisschen steigen. Dann vermute ich so auf 3,50 Euro. Wobei es dann aber immer noch günstiger ist als das Geflügel. Also von daher, selbst wenn die Dose 1,50 Euro kostet, ja, befindet sich es eher so im unteren Mittelfeld. Dann kommen wir jetzt zu den preis-leistungstechnisch besten. Da bleiben jetzt noch zwei über. Das sind zum einen die Billigeier und zum anderen die Linsen. Auf Platz 2 liegen die Eier mit 2 Euro auf 100 Gramm. Die Sache ist halt die, dass man das auch nicht komplett verpauschalisieren kann, weil man hat halt nicht immer die L-Eier. Zwischendurch sind das auch M oder sogar S. Das heißt, da würde dann der Preis theoretisch, da wird der Preis dann wieder ansteigen. Und man muss auch dazu sagen, dass es wirklich die billigen sind. Die sollte man halt nicht immer kaufen. Auf Platz 1 hätten wir dann demnach die Linsen. Da kosten 100 Gramm Eiweiß etwa 1,84 Euro. Hat mich selber auch ein bisschen überrascht. Also auf Platz 1 haben wir tatsächlich eine vegane Eiweißquelle, die jetzt preistechnisch, ich sag mal preistechnisch am besten ist, weil der Punkt biologische Wertigkeit natürlich auch noch mit reingeht, also wie gut der Körper halt die Aminosäuren aufnehmen kann. Aber das ist eine andere Sache. Jetzt geht es erstmal wirklich nur darum, was so preistechnisch die günstigsten Alternativen sind, beziehungsweise die günstigsten Lebensmittel. Und da hätten wir Linsen, Eier, oh, ja, Käse und Erdnussbutter. Gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss zu den Kohlenhydratquellen. Ich habe jetzt einmal alles so hingelegt, was bei mir meistens auf dem Plan steht. Natürlich zuerst die Klassiker, hier Nudeln und Reis, ganz klar. Ich persönlich esse Basmati-Reis am liebsten, finde aber auch den Jasmin-Reis nicht schlecht. Also das sind so die beiden Reissorten, die es bei mir eigentlich immer gibt. Ansonsten zum Frühstück habe ich meistens Toast, Haferflocken oder Vollkornbrot. Brot nehme ich meistens das Roggenvollkorn aus dem Lidl, das kostet 1,10 Euro die Packung. Ist jetzt geschmacklich keine Offenbarung, aber ich packe mir das immer in den Toaster rein, so zwei Gänge und dann schmeckt das auch ganz gut. Dann hätten wir halt noch Bananen, die gibt es bei mir auch eigentlich täglich. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen und zwar das Malzbier. Ja, das gibt es bei mir wirklich täglich, 1 bis 2 Flaschen. Wir haben auf 500 Milliliter. Und 100 Milliliter haben 10 Gramm Eiweiß, ach Quatsch, 10 Gramm Kohlenhydrate
Und das heißt, eine Flasche hat dann halt 50 Gramm Kohlenhydrate und 250 Kalorien. Das heißt, zwei Flaschen davon ist man schon bei 100 Gramm Eiweiß. Das heißt, zwei Flaschen davon ist man schon bei 100 Gramm Kohlenhydraten. Ich kaufe auch den Kasten meistens im Angebot. Der kostet dann 6,66 Euro. Da sind 24 Flaschen drin. Das hält dann halt eine gewisse Zeit. Ich kaufe meistens drei Kästen. Und sobald die leer sind, sind die dann wieder im Angebot. Ich werde jetzt nicht so ausführlich alles auseinanderrechnen, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, weil sich preislich gesehen da nicht viel unterscheidet. Also am günstigsten sind ja auf jeden Fall die Nudeln. Ja, da kosten 500 Gramm 80 Cent. Und da haben wir auf 100 Gramm, 70 Gramm Kohlenhydrate. Der Haferflocken hat ein bisschen weniger, kosten aber in etwa das gleiche. Das teuerste ist so vermutlich der Reis. Ich habe jetzt hier für 10,99 Euro bezahlt und hier sind nicht auf 4,5 Kilogramm drin. Der Jasminreis ist ein bisschen günstiger. Übrigens, weiß einer von euch warum? Also, wenn jetzt, warte, ich habe hier noch so ein anderes Päckchen davon. Ist ja schon fast leer, aber den Basmati-Reis gibt es in der gleichen Verpackung. Es sind in beiden 1 Kilogramm drin. Und das hier kostet 2 Euro oder 2,20 Euro und das hier kostet 2,80 Euro oder ja 2,80 Euro und keine Ahnung, warum da so ein preislicher Unterschied ist. Also wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Zu Fettquellen habe ich jetzt nicht viel gesagt, aber ehrlich gesagt achte ich da auch nicht wirklich drauf. Also ich beziehe mein Fett halt meistens aus Erdnussbutter oder halt irgendwie Öl. Entweder Olivenöl, Rapsöl oder, was habe ich noch? Ja, Olivenöl oder Rapsöl. Morgens gibt es eigentlich immer hier so einen Esslöffel Leinöl. Kaufe ich immer einfach so ein kleines Fläschchen. Kostet 3 Euro knapp oder so. Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber ist schon eine Zeit. Also ja, ist halt immer nur ein Esslöffel, was da rausgeht. Also ja, das gibt es hin und wieder, aber ja, wie gesagt, beim Fett achte ich da nicht so genau drauf. Und da rechne ich das da am Ende nicht extra nochmal aus, weil ich achte auf Proteine, auf Kohlenhydrate und die Fette spiegeln sich dann in den Kalorien wieder. Weil so weiß ich, dass ich auf jeden Fall genug habe. Ne, auch gute Fette, morgens wie gesagt immer das Leinöl und dann fast täglich Erdnussbutter. Also ja, so sieht eigentlich mein grundsätzlicher Einkauf aus. So ein paar Sachen kommen immer noch hinzu, zum Beispiel halt diese Schokolade. Hier, die ich ja in meinen Porridge immer reinmache. Manchmal auch irgendwie so Blaubeeren, wenn die im Angebot sind, weil wenn die nicht im Angebot sind, sind die mir viel zu teuer. Obst und Gemüse gibt es bei mir echt nicht so viel, weil das Problem ist, ich habe halt gegen das meiste eine Allergie. Brokkoli zum Beispiel habe ich extrem gerne gemocht, das kann ich aber nicht mehr essen. Kaisergemüse geht auch nicht, Paprika nicht. Paprika geht halt nur dann, wenn ich es richtig durchgebraten habe, aber dann werden da auch keine Nährstoffe mehr drin sein. Achso, und Möhren esse ich immer noch ganz gerne, die nehme ich mir manchmal zum Parcours mit oder esse ich so nach dem Frühstück. Also so ein bisschen Obst und Gemüse habe ich, aber halt nicht so viel. Das Gute ist, ich habe auch keine Mangelerscheinung oder sowas. Ich hatte hin und wieder beim Arzt mal so einen Bluttest gemacht, wo so die wichtigen Werte abgecheckt wurden und da war immer alles in Ordnung. Gut, also so viel dazu. Weiter geht's dann gleich mit der nächsten Mahlzeit. Da wird es auch gleich was richtig Leckeres geben. Also in dem Sinne, bis gleich. Jetzt gibt es auch das, worauf ich mich schon den ganzen Tag freue. Reis mit Geflügel, aber mit richtig, richtig leckerem Geflügel. Man braucht dafür leider relativ viele Zutaten. Wir haben hier zum einen Mehl, also ganz normales Weizenmehl. Dann Paniermehl. Außerdem Salz, Pfeffer. Ich habe jetzt hier einfach normalen, schwarzen, gemahlenen Pfeffer. Ein bisschen Paprika. Ich habe jetzt hier Rosenscharf. Man kann da aber auch ja, irgendein anderes Paprikagewürz nehmen. Außerdem natürlich Geflügel bzw. Hähnchenbrust. Das sind insgesamt 300 Gramm. Außerdem noch hier so zwei Peperonis schön klein geschnitten. Ich habe dazu hier welche aus dem Glas genommen. Jetzt nicht die ganz frischen, weil die ganz frischen halt nicht so lange halten. Außerdem hier eine Knoblauchzehe klein gehackt. Da werde ich gleich noch eine weitere zu machen, weil das ist mir doch ein bisschen zu wenig. Dann eine Orange. Etwas Butter. Essig und zum Schluss noch Sojasauce. Achso, und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber Honig brauchen wir auch noch. Zuerst einmal nehmen wir uns die Hähnchenbrust und schneiden hier so ein kleines Muster rein. Für einfach immer so leicht einkanten. Nicht durchschneiden, einfach nur so ein paar Cuts hier so reinmachen. Einmal in die Richtung und einmal in die andere. Das gleiche von der anderen Seite auch. So sieht das auch schon ziemlich gut aus. So, dann nehme ich hier so einen zweiten Teller. Da mache ich jetzt ein bisschen Paniermehl und Mehl rein. Danach werde ich dann so ein bisschen Peperonis hier auf das Geflügel draufstreuen, dass sie so ein bisschen in diese Lücken reinmachen und ja, das dann von beiden Seiten panieren. Ich habe vergessen, erst die Gewürze, also erst einmal Salz, Pfeffer und das Paprika.
Jetzt als nächstes hier die Pepperoni nehmen, ein Stückchen, und dann einfach hier so ein bisschen draufdrücken und hier in diese kleinen Lücken rein. So, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Jetzt zum Schluss einfach noch ein bisschen Paniermehl, das normale Mehl drüber machen. Und in der Zeit mache ich jetzt schon mal ein bisschen Öl in die Pfanne rein, erhitze das Ganze und dann kann ich gleich die Hähnchenbrust, sobald die Pfanne heiß ist, dann da reinlegen. Das Geflügel habe ich jetzt schon 8 Minuten hier in der Pfanne angebraten, schön von beiden Seiten, immer mal so ab und an gewendet. Und jetzt machen wir die Soße dazu. Ich muss sagen, das riecht jetzt schon unfassbar lecker. Als erstes kippen wir hier den Knoblauch rein. So, dann nehmen wir uns die Orange. Wichtig ist, dass sie von der Qualität her recht hochwertig ist, weil wir da jetzt Schale reinmachen. Also ich habe jetzt Bio-Orangen gekauft, also das würde ich halt auch empfehlen. Eine Reibe habe ich leider nicht, deswegen nehme ich immer so ein Messer und schabe dann immer ein bisschen was hier von der Schale ab. So, das Ganze jetzt nochmal schön ein bisschen verteilen. Den Herd habe ich jetzt auch wieder eine Stufe höher gemacht. Der ist jetzt auf Stufe 4 von 5. Eben gerade als ich das Geflügel so angebraten habe oder es durchgegart habe, habe ich den Herd auf 3 gelassen. Jetzt als nächstes so ein Stück Butter. So. Als nächstes kommt 3 Esslöffel Essig. Die Orange von eben gerade habe ich aufgeteilt und jetzt beide einmal hier rüber ausdrücken. Dann jetzt hier so ein paar Schwenker Sojasauce. Und zum Schluss noch der Honig. Auch hier einfach so ein paar. 1, 2, 3 mal rum. So, Herd stelle ich jetzt mal wieder ein bisschen runter auf Stufe 3, damit hier nichts anbrennt. Mal einfach mal so ein bisschen das Geflügel hier durchziehen, ein bisschen mit wenden, sodass das schön von beiden Seiten hier richtig schön in dieser Soße schwimmt. Zwischendurch auch mal ruhig runternehmen. Ja, wenn man sieht, dass es so extrem hier anfängt zu kochen. So, ich habe jetzt noch ungefähr das so 2 Minuten drauf gelassen. Die ganze Zeit immer so ein bisschen umgerührt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass hier nichts anbrennt. Das wäre wirklich sehr schade. Und ja, so sieht das Ganze aus. So, jetzt ist alles fertig und ich bin schon ultra gespannt, wie es schmeckt. Also eigentlich weiß ich ja, wie es schmeckt, aber schon ein bisschen länger her, als ich das jetzt mal gemacht habe. Deswegen gucken wir mal. So sieht das Ganze aus. Richtig schön mit der Soße und riecht sehr gut. Das ist echt perfekt, diese Mischung aus. Ja, diese leichte Orange, ein bisschen scharf. Die Sojasoße, also ist echt perfekt. Schmeckt richtig, richtig gut. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Kocht das mal gerne nach. Dauert halt ein bisschen länger, aber ich sag's euch, der Aufwand ist es wert und es ist ja jetzt nicht etwas, was man sich dann jeden Tag gönnt. Ich finde, Reis schmeckt am besten dazu. Das sind jetzt insgesamt 200 Gramm, also in Trockenmasse. Fleisch sind es insgesamt 300 Gramm und ich finde, das ist eigentlich ja, ziemlich perfekt. Eine recht große Mahlzeit, aber ich habe auch ziemlich Hunger, weil heute wird es nur 3 Mahlzeiten geben, deswegen ist das auf jeden Fall schon okay. Also ich esse das Ganze jetzt eben auf und dann sehen wir uns gleich beim Abendessen wieder. Es ist jetzt schon mittlerweile Abend geworden, eine Mahlzeit steht jetzt noch aus. Ich muss aber sagen, dass ich gar nicht so wirklich Hunger habe, weil die Mahlzeit davor halt recht üppig war. Ich habe auch noch ein Malzbier dazu getrunken. Ich wollte auch noch eben kurz eine Sache ergänzen, und zwar als ich meinen Einkauf gezeigt habe und über Kohlenhydratquellen gesprochen habe, habe ich Kartoffeln gar nicht erwähnt. Das liegt daran, weil ich im Aufbau Kartoffeln eigentlich ganz, ganz selten nur esse. Liegt einfach daran, weil die Kaloriendichte im Vergleich zu den anderen Lebensmitteln so gering ist und deswegen gehe ich dann lieber eher auf Nudeln, Reis und Haferflocken. Trotzdem mache ich mir so ab und an mal Kartoffelspalten, aber es kommt wirklich nur sehr selten vor. Dazu gibt es dann
Meistens so zwei, drei Eier als Spiegelei und dann noch ein bisschen Geflügel. Das schmeckt eigentlich ziemlich gut, aber ja, wie gesagt, das bei mir noch so extrem selten vorkommt, habe ich es dann vergessen zu erwähnen. Es gibt jetzt zum Abschluss was ganz Einfaches. Ich habe auch überhaupt keinen Bock, jetzt noch irgendwie großartig was zu kochen. Ich toaste mir gleich 6 Scheiben Toast. 3 Scheiben davon esse ich dann mit Spiegelei. Eine mit Harzer Käse. Ich denke, ein so ein Käseteil sollte für eine Scheibe reichen. Und die letzten beiden hier mit der veganen Schokocreme, die ich sonst auch immer nehme. Falls ich danach nicht ganz satt sein sollte, was ich aber bezweifle, gibt es dann auch noch hier so ein paar Cornflakes. Da habe ich im Moment mega Bock drauf. Die schmecken ziemlich gut, wenn man noch ein paar Haferflocken reinmacht, weil sonst ist mir das auch zu süß. Ich mische das immer so ungefähr 50-50 und das finde ich eigentlich ziemlich gut. An das Spiegelei übrigens mache ich im Moment einfach nur Salz, Pfeffer und ein bisschen Petersilie. Das ändert sich aber wirklich von, ja nicht von Woche zu Woche, aber so von Monat zu Monat. Weil Eier gibt es bei mir quasi täglich und damit ich da ein bisschen Abwechslung habe, ändere ich dementsprechend die Gewürze so ab und an. Ich mache da auch immer noch einen Deckel drauf, weil ich bin jetzt nicht so der große Fan davon, wenn das Eigelb noch flüssig ist. Ist eine Sache, die ich bei frischen Eiern noch okay finde, aber das sind jetzt gerade 3 von den billigen, deswegen da will ich, dass auf jeden Fall alles durch ist. So, die erste Rutsche ist jetzt fertig. Zuerst esse ich die 3 Scheiben Toast mit dem Spiegelei. Für die Scheibe mit dem Harzer Käse nehme ich immer ungetoastetes Toast, weil Harzer Käse mag ich überhaupt nicht, wenn er warm ist. Und getoastetes Toast mag ich halt nur, wenn es warm ist. Ansonsten ist es halt irgendwie mega trocken. Die letzten beiden, die ich hier mit der Schokocreme esse, werde ich aber wieder toasten. Aber das erst, sobald ich mit den 4 Scheiben durch bin, weil ich finde es halt viel leckerer, wenn die auch so leicht anschmilzt. Und das passiert halt nur, wenn das Toast noch warm ist. Deswegen toaste ich mir die letzten beiden Scheiben erst dann, wenn ich mit den anderen 4 fertig bin. Ich habe die Butter jetzt schon mal ein bisschen draußen stehen gelassen. Ich hoffe, dass man es jetzt hier einigermaßen gut verstreichen kann, weil es ja jetzt noch das ungetoastete Toast ist. Achso, und ich sehe gerade, hier ist Kümmel mit drin. Ich weiß nicht, ob das für euch irgendwie eine Aufwertung oder Abwertung wäre. Für mich, keine Ahnung, macht jetzt irgendwie keinen großen Unterschied. Schmeckt zwar ein bisschen anders, aber ich finde, es macht es jetzt weder besser noch schlechter. Ich muss sagen, ich finde es geschmacklich gerade eigentlich echt ziemlich lecker. Also die Kombination aus ungetoastetem Toast, Butter und dem Käse schmeckt echt ziemlich gut. Ich finde den Harzer Käse sowieso echt sehr empfehlenswert. Das ist von, okay, keine Ahnung, ich sehe jetzt keine Marke drauf, aber hier, so sieht die Verpackung aus. Habe ich auch aus dem Lidl, wie gesagt, kostet 1,79 Euro, sind 4 Stücken drin, einer wiegt 50 Gramm. Und ich finde, der schmeckt echt gut. Also wenn man den so innerhalb der ersten Woche isst, hat ja auch noch nicht diesen intensiven Geschmack. Weil wenn die so komplett gereift sind, also so nach 2 Wochen, dann finde ich die auch nicht mehr so dolle. Aber so geht's, finde ich, voll klar. Ich mache mir jetzt gleich noch in Ruhe die letzten beiden Scheiben Toast. Ich werde danach aber vermutlich nichts mehr essen. Vielleicht noch irgendwie so ein paar Chips oder so. Ich habe von gestern noch eine Tüte halb offen. Also die ist nicht halb offen. Die Tüte ist offen, aber sie ist noch halb voll. Jetzt zum Schluss auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank für die 1000 Abonnenten. Ist eine Sache, die mich wirklich sehr freut und auch extrem motiviert, mit den Videos weiterzumachen. Also an jeden, der mich unterstützen möchte, ihr wisst ja, wie es geht. In dem Sinne würde ich dann jetzt abschließen und sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Bis dahin, bleibt gesund und haut da rein.